Hallo und herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Ich bin Zedigi und heute möchte ich dir gerne zeigen, wie du in The Witcher 3 am Anfang sehr viele Kronen farmen kannst und das ganz einfach und relativ schnell am Anfang. Und zwar, ihr seid in der Story so weit, dass ihr nach wählen müsst. Das geht relativ schnell, ich glaube nach 3-4 Stunden maximal seid ihr in wählen. Ihr geht drauf und dann müsst ihr irgendwann hier unten in die kleine Stadt. So, hier einmal in die Stadt. Wenn ihr hier in der Stadt seid, reitet ihr einfach hier mit Blitze rum. Hier könnt ihr leider nicht durch, denn da könnt ihr noch nicht durch. Dann reitet ihr einfach hier lang und hier müsst ihr dann ein bisschen schwimmen. Ist egal, weil ab hier könnt ihr ja dann wieder mit Blitze reiten. Dann reitet ihr hier hoch zum Martinshof und dort ist auch direkt schon der Farmspot. Der befindet sich dann hier. Und ab jetzt habt ihr eigentlich den schwersten Teil hinter euch. Ihr rüstet Igni aus und rennt zu den Kühen und zündet die an. Ja, ihr habt richtig gehört, ihr zündet einfach Kühe an. Ich versuche ein bisschen von euch abzuhauen. Hier seht ihr richtig viele Kühe. Das heißt, es gibt auch ordentlich Cash für den guten alten Hexer hier. So. Zünden wir hier noch an. Die Kuh zünden wir noch an. Und dann sammelt ihr die Reste von den Kühen ein, hier zum Beispiel Kuhhaut, und da haben wir auch schon das, was wir wollen. Ihr wollt Kuhhaut. Wenn ihr dann die Kuhhaut hier aufgesammelt habt, ist es ganz einfach, an noch mehr Kühen ranzukommen. Und zwar, ihr müsst einfach meditieren. Ihr braucht ungefähr 2 Stunden meditieren und dann haben wir schon neue Kühe da. Das geht wirklich ruckzuck, ohne Mühe, einfach ein bisschen die nötigen Kronen, die man halt für den Anfang gut gebrauchen kann, hier zu farmen. Ich würde euch empfehlen, nicht so viel hier zu farmen, weil ja, es wird ein bisschen vom Spielspaß wegnehmen, wenn ihr euch am Anfang direkt schon alles kaufen könnt. So, ich hoffe, ich konnte euch damit helfen, konnte eure Tasche ein bisschen füllen mit dem Guide. Wenn es euch gefallen hat, gerne eine Bewertung dalassen, ein Abo, um nichts weiteres zu verpassen. Ich bin jeden Tag live auf Twitch. Schaut gerne rein. Ich verlinke die Twitch-Link hier unter das Video. Kommt rein, immer abends ab 9:30 online. Und ja, ich bin's, der Digi. Wenn es dir gefallen hat, gerne ein Abo dalassen, eine Bewertung dalassen. Und Peace.